Und zwar geht es heute an die Seen Puticarapo und Saiko. Und zwar werden wir die Gegend hier nochmal ein bisschen erkunden, in den Pavillon gehen und mal gucken, was wir hier heute so entdecken. Ich wollte eigentlich gerade zum Psycho Lake direkt hingehen, aber irgendwie hat dieser Weg dann doch nicht zu dem Psycho geführt. Keine Ahnung, wie dieser Weg jetzt weitergeht. Ich werde jetzt hier nicht weitergehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Psycho angekommen und zwar fahren wir heute mit ein paar Bussen durch die Gegend. Denn hier am Fuji gibt es von Kawaguchiko aus, also von der Kawaguchiko Station aus, den Red Line, Green Line und Blue Line Bus, die halt hier in der Nähe so ein bisschen rumfahren und wir haben jetzt einfach mal am Psycho angehalten. Und von hier aus müsste man eigentlich den Fuji sehen. Aber heute ist es sehr neblig, deswegen sieht man nur weiß. Jetzt hier am Saiko Iyashino Satonemba. Da oben steht's. Das ist ein Dorf, so im altertümlichen japanischen Baustil, so mit Dächern, mehr oder weniger Stroh, keine Ahnung, was das genau ist, aber halt so altertümliche Baustil und das gucken wir uns jetzt an. Was man hier jetzt sieht, sind die Puppen, die für das Hinamatsuri-Fest gekauft werden. Also da oben, das ist das Kaiserpaar und darunter, das ist sozusagen der Hofstaat. Und zwar wird dieses Fest für die Töchter in der Familie gefeiert und dann kauft man diese Puppen. Diese Dächer hier sollen übrigens an Samurai-Helmform erinnern. Viel mehr stand in unserem Flyer jetzt nicht über dieses Dorf drin. Wir sind mit dem Bus jetzt weitergefahren und wir gehen jetzt in die Nadusawa-Eishöhle. Und das ist sehr gefährlich, deswegen haben wir einen Helm und da geht es jetzt direkt rein. Und wir sind jetzt wieder aus der Höhle raus und hier ist gerade so eine kleine Infotafel, wo man mal sieht, wie das Gebiet um den Fuji rum so entstanden ist, halt auch die Seen. Das heißt, es gab irgendwann mal einen etwas größeren, dann gab es diesen Vulkanausbruch, der ungefähr irgendwann im 9. Jahrhundert war und der hat dann sozusagen das Gebiet zerteilt und dann ist hier der Fuji auch entstanden. Die Höhle war relativ klein und unspektakulär, jedoch ein Besuch auf jeden Fall wert. Auf dem Weg zum Bus zurück sind wir dann an einem kleinen Waldweg vorbeigekommen. Wir haben uns jetzt hier in den Aokigahara begeben. Das ist ein Wald, in dem immer wieder tote Menschen gefunden werden. Und zwar ist nicht ganz sicher, ob diese Menschen sich selbst umgebracht haben oder ob sie sich einfach nur in diesem Wald verlaufen haben. Wie ihr seht, ist das Ganze hier ein sehr naturbelassener Wald und er ist auch sehr, sehr weitläufig, sehr, sehr dicht angesiedelt. Und dieser Mythos, dass das Ganze eine Art Selbstmordwald ist, wurde durch einen Roman begründet, in dem sich sozusagen ein Charakter dieses Romans hier in diesem Wald umgebracht hat. Und dieser Wald ist auch schon in mehreren Filmen aufgetaucht und wurde mehr oder weniger als Kulisse benutzt sozusagen.
Und es ist hier schon eine ganz komische Stimmung und ich versuche euch einfach mal das Feeling, was hier so ist, so ein bisschen rüberzubringen, so gut wie es geht. Wir sind jetzt aus dem Wald wieder raus und ich wollte einfach noch mal ein paar abschließende Worte dazu sagen. Das Ganze ist in erster Linie einfach mal ein Wald. Und er sieht besonders aus, da das hier alles Vulkangestein ist und naturbelassen. Und er sieht anders aus als viele andere Wälder in Europa, habe ich so das Gefühl. Und ich denke, dass der Wald dadurch eben auch prädestiniert dafür ist, dass ihm solche Geschichten angedichtet werden und dass diese Tatsache, dass sich dort Leute wirklich umbringen, auch etwas übertrieben und ausgeschmückt wird. Trotzdem ist das Ganze natürlich ein ernstes Thema, auf das ich aber nicht weiter eingehen kann und möchte. Wenn ihr in der Hinsicht Gedanken habt, dann denkt bitte immer daran, ihr seid nicht alleine. Sucht euch Hilfe bei Freunden, Familie oder gegebenenfalls bei einer entsprechenden Beratungsstelle. Damit sind wir an unserer letzten Station angekommen, und zwar dem Fuji Omoru Sengen Jinja. Beziehungsweise sind das hier mehrere Schreine. Und es war auch ein Inari-Schrein wieder dabei, das hat mich sehr gefreut. Wir werden jetzt mit dem Bus gleich zurück zum Bahnhof fahren. Und da es jetzt regnet und kalt ist und ich nicht mehr viel filmen möchte, beende ich diesen Vlog damit auch. Und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Keine Ahnung. Aber wie funktioniert das? Ist auch nicht immer. Oh doch. Aber ein guter Touchscreen ist auch was anderes, finde ich.